Eine Großmutter legt bei der Geburt ihres Enkels Ralf ein Kapital von 5000 Euro zu 3% Zinseszinsen fest und möchte Ralf später den gesamten Geldbetrag schenken. Frage: Wie viel Geld erhält Ralf an seinem 18. Geburtstag? Es handelt sich hier um Zinseszinsen, also können wir diese Formel einsetzen. Aber zuerst schreiben wir alles auf, was angegeben wird. Angegeben wird das Startkapital, diese 5000 Euro. Angegeben wird auch der Prozentsatz, also ist klein p gleich 3. Und angegeben wird auch die Anzahl Jahre, also ist klein n gleich zu 18. Gefragt wird das Kapital nach 18 Jahren. Um das herauszufinden, ersetzen wir einfach in dieser Formel alle bekannten Größen durch diese Zahlen und somit stoßen wir auf diese Rechnung. 1 plus 0,03, das macht 1,03 und diese Rechnung geben wir einfach dem Taschenrechner ein. 5000 mal 1,03 hoch 18 ist, wir finden hier 8512,17, also übertragen wir die Antwort hierhin, das Kapital nach 18 Jahren wird sein 8512,17 Euro. Die Aufgabe ist schon beendet.